Und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Fates Vermächtnis, hier mit mir Sefi. Und im letzten Part haben wir Kapitel 14 erfolgreich absolviert, haben unsere Charaktere ein bisschen aufsteigen lassen, beziehungsweise wir haben sie letztendlich mal promoted zum Erzritter. Und da wir ihn auch gleich verheiratet haben, werde ich mir mal kurz die Fähigkeiten angucken. Ja, okay, du hast eh nur zwei. Was hat Oboro? Ich weiß nicht, was ich lieber vererben will. Rochade oder Verteidigungsraum? Ist mir eigentlich egal, sind beide scheiß Skills. So, Gebäude, was... Oh, können wir es aufwerten? Ja gut, aber dafür uns die Punkte für. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Kampf. Und wir werden die Nebenquest Nummer 5 in Angriff nehmen. Und einfach mal Silas Tochter abholen. Nebenquest 5, Wagemut. Gut gemacht, Avel. Leichter Trab. Schön langsam. So ist's recht. Klasse. Heute klappt alles sehr gut. Nicht wie ge... Brrr. Langsam, Avel. Ich sagte langsam. Avel! Ach, er hat mich schon wieder abgeworfen. Papa sagte, Avel sei das ideale Pferd für mich. Aber sehen die nur an. Er bockt, er galoppiert davon. Er ist komplett verrückt. Ah, wo läuft er denn jetzt hin? Oh nein. Oh nein. Was? Avel, komm sofort zurück! Das verfluchte Pferd läuft genau auf das Portal zur Welt meines Papas zu. Ich komme, Avel! Ich hole dich, Freund! Oh, also das ist Papas Welt. Nicht ganz so anders, schätze ich. Da bist du ja, Avel. Ach, warum bist du nur davongerannt? Wir können unser geheimes Reich nicht einfach verlassen. Ruhig, lass mich aufsteigen. Puh. Nun lass uns zurückreiten, bevor uns jemand bemerkt oder ich bekomme die Schelte meines Lebens. Außerdem sagte Papa, dass es in dieser Welt extrem gefährlich sei. Hey, du Dummkopf! Ohne Wegzoll kommst du nicht davon. Und mit Wegzoll nehme ich dein ganzes Geld. Gib es her oder ich nehme deine Hände. Zu Hilfe! Ach, reiß doch nicht so laut, schrei noch mal so laut und mein Kumpel hier reißt dir die Zunge heraus. Andererseits braucht die Bande meiner bösen Brüder dringend Unterhaltung. Ach, mach nur weiter. Schrei die Lunge aus dem Leib, so laut du nur kannst. Oh je, da drüben bahnt sich was an. Gleich wird's richtig gefährlich. Ach, mir ist egal, ob ich mit meinem Papa Ärger bekomme. Ich muss einfach helfen. Ich wette, Papa wäre sogar stolz auf mich. Ruhig, Avel. Wir reiten direkt auf sie zu. Vorwärts! Was? Nein! Avel, nein! Du läufst in die falsche Richtung! Endlich sind wir da. Das ist das Dorf, das angegriffen wird. Aber wir sind spät dran. Sieht so aus, als ob die Räuber den ganzen Ort bereits auseinandergenommen hätten. Zumindest können wir versuchen, die restlichen Dorfbewohner zu retten. Es sollte nicht schwer sein, das Ungeziefer auszumerzen, das dafür verantwortlich ist. Ich weiß zwar nicht, mit wem du gerade geredet hast, aber ich unterschreibe das jetzt einfach mal so. So, wen nehmen wir mit? Oboro, du kannst ab heute zu Hause bleiben. Ich brauche dich nicht mehr. Dankeschön. Dann können wir Subaki noch mitnehmen und den Support ein bisschen vorantreiben. So, dann wird das da vielleicht auch mal was. So, und hier haben wir Sophie, die Tochter von Silas und Oboro. Und als Kind erbt sie natürlich die letzten beiden Skills, die die Eltern dabei haben. Das heißt, in jedem Fall hat sie Hochrade von Oboro gelernt. Hätten wir den anderen unten gehabt, hätte sie den gelernt. Von Silas erbt sie in dem Fall nichts, weil Silas nur zwei Skills hat, die sie bereits auch hat, da sie die gleiche Klasse hat und von daher erbt sie gar nichts. Aber sie hat die besondere Fähigkeit Schelm. Wenn die Einheit den Kampf einleitet, Verteidigung minus 3 für den Gegner und er verliert seine Kleidung. Okay. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, wir stellen euch dahin und dahin und dann können wir auch loslegen. So, und unsere Aufgabe wird es sein, diese 6 Dörfer zu retten, die allesamt hier jetzt langrennen werden. Dann werden sie hier langrennen, zu den Gegnern hin, weil ja, warum denn auch nicht? Rennen wir in den Selbstmord. Und unsere Aufgabe ist es zu verhindern und gleichzeitig müssen wir Sophie davon abhalten, dass sie ebenfalls Selbstmord begeht und sie wird hier jetzt runterreiten und auf die ganzen Gegner stoßen und dann da zugrunde gehen. So, wir werden Silas nach oben schicken, denn er muss mit ihr reden, damit wir sie rekrutieren können. Was wir auch irgendwie hinkriegen sollten. So, wir machen jetzt erstmal den Magier hier kaputt.
So, das hat wunderbar funktioniert. So, dann müssen wir mal langsam ein bisschen vorrücken. Machen nur diese Kavaliere da ein bisschen Sorgen. Mit ihrer extremen Reichweite kommt nämlich extrem weit. So, vor allem der Paladin, die macht mir hier ein bisschen Sorgen. Oder beziehungsweise der Rittmeister. So, den kann Saizo vorschwächen. Ich hatte eigentlich auf einen kritischen Treffer spekuliert, aber wird überbewertet. So, Caden macht mal den hier kaputt. So, dann können sich unsere Flieger nämlich erstmal frei bewegen. So, haben wir hier noch irgendwo Fliegerschänder? Sieht nicht so aus, nein. Das war echt der einzige. Hm, krass. So, Takumi kann den ohne Probleme abschießen. Das soll jetzt nicht so das Problem sein. Dankeschön. So, wie weit kommst du? Oh, das steht aber genau richtig. So, wir könnten den jetzt da reinschicken, um den da kaputt zu machen. Aber dadurch, dass er hier eh keinen von uns trifft, können wir uns das auch sparen. Könnte ich einfach hier hinstellen, mit dem Rattengeist bist du im Waffendreieck-Vorteil. Und dann rollt das Ganze. So, und kann der Rest ein bisschen vorrücken. So. Natürlich trifft er, warum denn auch nicht? Das ist aber mutig, sich auf den fliegenden Pegasus zu stellen. Zu stellen, nicht zu setzen, zu stellen. Hi. Oh, ausgewichen, wie schön. Oh, schön, das überleben wir. Und er überlebt es auch. Eine Win-Win-Situation. So, der kann da ruhig angreifen. Das ist ja kein Problem für uns. So. So, dann kann sich Caden um den hier gleich kümmern. Dankeschön. Ja, hast du schön gemacht. 5 EP wären aber trotzdem nice gewesen. So, Azura kann den noch bestimmt besiegen, oder? Ja, kann sie. Die muss es nur wollen. So. Kann sich Silas dahin aufmachen und erstmal Sophie rekrutieren. Sophie. Sophie, bist du das? Papa? Was machst du denn hier? Das könnte ich dich auch fragen. Wieso hast du dein geheimes Reich verlassen? Ich kann Papa nicht die Wahrheit sagen. Ich würde mich so schämen. Sophie, du nuschelst. Nein, Papa. Es ist so. Ich bin hier, weil ich die Rufe der Dorfbewohner durch das Portal gehört habe. Also ich schwamm mich auf Evel, ergriff die Zügel und wir kamen ihm zur Hilfe. Brr, nicht schon wieder, Evel. Bleib ruhig. Zumindest bis Papa wieder geht. Sophie, du erfüllst mich mit Stolz. Ich hätte nie gedacht, dass das in dir steckt. Höchste Zeit, gemeinsam mit in den Kampf zu ziehen. Vater und Tochter. Wahre Ritter. Wie? Ich meine, ja, Papa. Ich gebe mein Bestes. Und Evel auch. Jetzt lass uns diese Dorfbewohner retten. Sehr schön. Haben wir die auch rekrutiert? Ich kann sich gleich mit Papi zusammentun.
So, dann wären wir immer noch hier stehen geblieben. Kana, wärst du bitte so nett? Und bringst den Müll raus, das wäre formidabel. Ich bin mir nicht sicher, ob es die beste Idee war, ihn zum Ninja zu machen, aber dann kann er jetzt nichts mehr kaputt machen. Yeah, hat Schlossknacker gelernt. Na gut, das war schon wert, ihn als Dingsens zu machen, als Ninja. So, dann können wir gleich mal weiter vorrücken. Wir müssen schnell genug sein und hier alles platt machen, bevor die Dorfbewohner lang gehen. So. Die rennen wirklich in ihren Tod. Oh, hier ist noch einer. Okay, den habe ich nicht gesehen. So, der bewegt sich nicht, aber die bewegen sich dafür. So, ich hoffe mit dem Rattengeist, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Ich würde dir gerne noch Unterstützung geben, aber keiner von unseren Leuten kommt da an. Wie weit kommt der Magier? Okay. Stellen wir uns mal trotzdem hier. Nein, wir stellen uns dahin. Wir wollen ja, dass die Magier Hinoka angreifen und dann daran kaputt gehen. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber die Vorstellung ist ziemlich cool. So, dann können wir gleich noch Asura heilen. Die hat es nämlich bitter nötig. Weil ich finde es schön, wie ich trotzdem immer noch direkt an die Leute rangehe, obwohl diese Routen ja eine Reichweite von 1 bis 2 haben. So, und Kaden wird einfach mal außen rumgehen. Ich meine, hier sind sehr viele Kavaliere, da sollte er ziemlich viel Schaden anrichten können. Guten Tag. Bitte nicht treffen. Das wird toll. Dankeschön. Ja, natürlich kann sie die nicht besiegen, das wäre auch zu schön gewesen. Langsam reicht ihre Magie nicht mehr aus. Wenigstens gehen die jetzt den Umweg. Sehr schön. So, du machst mal den kaputt. Und hast ein Level-Up. Resistenz, der feine Herr. So, dann kann Hinoka noch einen Schritt zurückgehen. So, wir nehmen mal Kana kurz an uns. Und stellen uns hier, damit Takumi nicht angegriffen werden kann. Wir nehmen das Sonnenkanata. Kanata vor allen Dingen, das Katana. So. Dann rücken wir mit unseren Pegasus-Leuten mal ein bisschen näher ran, dass wir hier zuschlagen können, wenn es sein muss. Was haben wir hier? Den Troubadour und Schwertschutz. Okay, dann schätze ich Kaden kurz hier rein. Und lock die da mal an. Na schön, klappt das doch. Wobei, wenn wir den daneben gelassen hätten, wäre das auch nicht so schlecht. Dann würde der dann nämlich alles zustellen. Das heißt alles, er würde den Platz da zustellen. Au. Alter, diese Lache. Der hat doch immer was zu lachen, ne? Alter, ihr stellt mir hier alles zu. Alter, dann sterbt doch. Ist mir doch egal. Wie soll ich hier vernünftig spielen, wenn ihr mir hier alles zustellt? Also einen könnten wir da ja rausretten, ne? Aber das war's dann auch. Wie soll... Ach, ich kann den hier mit Hinoka erstmal... Sakura hat's nicht mehr mitgewirkt. Gut, dann können wir Hinoka da gleich rausretten. Aber sie kann den auch schon mal vorsprechen.
So. Die haben alle Lanzen, ne? Toll, das wird hier ein Fall. Das wird hier echt ein Spaß. Na toll, das reicht nicht mal. Schön. Holen wir den Luca da erstmal raus. Würden die außen rumgehen, was wesentlich mehr Sinn machen würde, wäre das halb so wild. Aber nein, die rennen hier alle direkt in die Gegnerhorden rein. Was soll denn das? Also, Caden nimmt ja keinen Schaden. So. This is too much fun. So, um den kann sich dann. Kannst du Hofi den übernehmen? Nö, sie ist nicht schnell genug. Dann machen wir das so. Jo, schön mal ausgewichen. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. So, hier können wir ja nicht viel machen. Also machen wir mal gar nichts. Außer, dass wir uns angucken, wie die Dörfler hier sterben. Ist das, ne? Ich wünschte nur, dass die KI da schlauer wäre und außenrum gehen würde. Das würde so vieles einfacher machen. Aber nein, die müssen ja da lang unbedingt gehen. Ist ja nicht so, dass ich den gerade vorgeschwächt habe. Oder man hätte zumindest die Werte ein wenig besser machen können, damit die hier wenigstens einen Kampf überleben oder so. Hi. Das Pferd von dem sieht cool, also von dem anderen da sieht cool aus. Jetzt rennen die auch noch in den Gegnerradius rein. Yay, warum denn auch nicht? Kann man bringen, ne? So, Caden, einmal bitte one-shotten, bitte. Danke. So. Ich weiß, wunderschön. Den schafft Sophie bestimmt auch. Aber nicht. Aber sie kann bestimmt das Übungskatana nehmen. Nein, das kann sie nicht nehmen. Okay, dann. Eben nicht. Wir haben es versucht. So, was kommt als nächstes? Genau, wir waren hier stehen geblieben. Wir stehen ja gerade ein bisschen doof. Können wir den mit dem Doppelkatana ein bisschen vorschwächen? Das wäre famos. Ich meine, jetzt müssen wir uns ja wenigstens nicht mehr um andere Sachen kümmern. So kann ich Takumi ihn snacken. So, und ich werde den Part mal kurz an dieser Stelle unterbrechen, denn mein DS macht gerade blinky blinky roter Balken, Akku fast leer. Und bevor mein DS hier ausgeht, sehen wir uns gleich wieder. Dann machen wir das Kapitel noch fertig. Also bis